Obwohl die Corona-Schutzmaßnahmen deutschlandweit zurückgefahren werden, protestieren heute erneut tausende Menschen, wie hier in Stuttgart, gegen die Auflagen. 50.000 Personen waren angemeldet, die Stadt begrenzte die Anzahl allerdings auf 10.000. Bei einer ähnlichen Demonstration in Berlin hat die Polizei 30 Menschen vorläufig festgenommen, weil zu viele Personen auf dem Platz vor dem Reichstag waren. Unter den Festgenommenen war auch der bekannte Vegan-Koch und Verschwörungstheoretiker Attila Hildmann. Und zur Stunde findet auch eine Demonstration vor dem Berliner Alexanderplatz oder auf dem Berliner Alexanderplatz statt. Dort soll es Ausschreitungen mit der Polizei gegeben haben. Es hat Festnahmen gegeben, angeblich. So kann man in den sozialen Netzwerken nachlesen, sollen da auch rechte Hooligans dabei gewesen sein unter den Festgenommenen. Sobald wir die Bilder haben, kommen wir zu diesem Thema zurück und sprechen dann auch mit der Polizei über diesen Vorfall. Zunächst aber der Blick nochmal bundesweit, während die Infektionen also zurückgehen und viele Corona-Beschränkungen gelockert werden, müssen drei Landkreise auf die Strafbank und weiter abwarten. In Thüringen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein wurde die Obergrenze von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner deutlich überschritten. Die Fälle zeigen, dass die Pandemie keineswegs ausgestanden ist und dass Abstandsregeln sowie strenge Hygiene das A und O im Kampf gegen Corona sind. Peter Hantjes. Hotspot Schlachthof. Bei Westfleisch im nordrhein-westfälischen Coesfeld wurden bisher mehr als 180 Mitarbeiter Corona-positiv getestet. Die Politik sieht Gefahr im Verzug, zieht die Lockerungsnotbremse. Wir schließen diesen Schlachtbetrieb von Westfleisch und die Lockerungen, die für den Kreis Coesfeld vorgesehen waren, müssen nun um eine Woche verschoben werden. Alle Kontaktpersonen wurden in Quarantäne geschickt. Das Problem, viele der meist aus Osteuropa stammenden Beschäftigten leben in Gemeinschaftsunterkünften unter fragwürdigen Zuständen. Es sind völlig überbelegte, oft Sammelunterkünfte, manchmal zu sehr schwierigen hygienischen Bedingungen. Insgesamt kommen im Landkreis Coesfeld derzeit im Schnitt 76,4 Neuinfizierte auf 100.000 Einwohner. Maximal 50 Neuinfizierte pro Woche sind aber nur zulässig, sagt die neue Faustformel. Nach der anfänglichen Verdopplungszeit der Fälle, gefolgt von der Reproduktionszahl, derzeit 0,8 Menschen, die ein Einzelner ansteckt, ist diese nun die neue Norm, von der die Politik Lockerungen abhängig machen will. Und sie wurde im schleswig-holsteinischen Steinburg mit 62,4 ebenfalls deutlich überschritten. Auch hier ist der Corona-Hotspot ein Schlachthof, der seine Mitarbeiter in dieser ehemaligen Kaserne untergebracht hat. Kein Wunder, meinen die Grünen und fordern, dass insbesondere die Unterkünfte, das meistens alte Kasernen sind oder völlig überbelegte Wohnungen, so gestaltet werden, dass die Menschen anständig wohnen können und die Hygiene eingehalten werden kann. Corona-Hotspot Nummer 3 mit 74,4 Neuinfizierten liegt im thüringischen Greiz. Hier sind es allerdings überwiegend Bewohner von Altersheimen, werden die eingeschränkten Lockerungen wohl nur diese Einrichtungen betreffen. In Coesfeld dagegen bleiben Gaststätten, Kitas und größere Geschäfte weiterhin geschlossen. Frust und Enttäuschung machen sich breit. Weil wir doch alle auf Sozialkontakte verzichtet haben, unsere Kinder gebildet haben, zu Hause geblieben sind und versucht haben, möglichst uns an die Regeln zu halten. Und leider sind wir nicht bei der Lockerung dabei. Die Lockerungsmaßnahmen wurden erst einmal um eine Woche verschoben. Danach will man die Infektionslage neu bewerten. Ich hatte es gerade eben schon angedeutet, auch auf dem Berliner Alexanderplatz ist es zu einer spontanen Demonstration gekommen. Sie sehen hier Live-Bilder. Hunderte protestieren dort ebenfalls gegen die Infektionsschutzauflagen des Landes Berlin. Unter den Demonstranten sollen auch Hooligans sein. Die Polizei forderte die Menschen auf, sich zu zerstreuen. Sie hören, es geht sehr lautstark zu, doch nicht alle kamen eben dieser Aufforderung nach. Wir sehen es hier. In Berlin sind Versammlungen mit mehr als 50 Teilnehmern eigentlich verboten. Am Telefon verbunden bin ich jetzt mit Anja Dirschke von der Polizei in Berlin. Frau Dirschke, wir sehen jetzt hier gerade die Live-Bilder vom Alexanderplatz. Da ist ordentlich was los. Haben Sie die Lage noch im Griff? Ja, die Polizei Berlin hat die Lage im Griff. Es ist hier zu einer Personenansammlung von tatsächlich mehr als 1000 Menschen auf dem Alexanderplatz gekommen. Zwei Personen, die sich auf dem obersten Plateau des Brunnens der Völkerfreundschaft befinden und ein Plakat, eine Pappe hochhalten.
Tatsächlich ist hier eine solche Kundgebung nicht angemeldet und wäre in der Dimension natürlich auch nicht genehmigungsfähig gewesen nach der aktuellen Eindämmungsmaßnahmenverordnung, sodass die Polizei hier einschreiten muss, um die Eindämmungsmaßnahmenverordnung umzusetzen und zu kontrollieren. Es ist vereinzelt zu Flaschenwürfen auf Polizeibeamte gekommen. Die Stimmung war aufgeheizt. Es ist zu Festnahmen gekommen. Eine endgültige Zahl können wir zum jetzigen Zeitpunkt natürlich noch nicht sagen, weil der Einsatz, wie Sie es im Hintergrund sehen, ja noch läuft. Ganz genau. Wir sehen ja hier noch die Live-Bilder. Die Menschen da offenbar noch aufgebracht. In den sozialen Netzwerken konnte man auch lesen, dass unter den Demonstranten auch Hooligans sein sollen. Können Sie das bestätigen? Das können wir so an der Stelle nicht bestätigen. Rein vom äußeren Abbild kann man nicht auf politische Gesinnung schließen. Und das möchte ich an der Stelle auch nicht tun. Das wäre Spekulation. Jetzt ist es ja so, dass die Polizei die Menschen bereits aufgefordert hat, sich zu zerstreuen, den Platz zu räumen. In Berlin sind ja eigentlich nur Versammlungen bis maximal 50 Personen gestattet. Aber so wie das auf den Bildern jetzt hier aussieht, scheinen die Demonstranten dieser Aufforderung nicht so recht nachkommen zu wollen. Das ist richtig. Es ist in dem Sinne jetzt auch schon zu Lautsprecherdurchsagen gekommen, wo darauf hingewiesen wird, dass hier gegen Auflagen und Gesetze verstoßen wird und auch, dass die Polizei Berlin dann Maßnahmen ergreifen wird, wenn die Personen die Maßnahmen, den Aufforderungen der Polizei nicht Folge leisten, sodass es dann vermutlich zu weiteren Freiheitsentziehungen kommen wird. Wir hören ja hier gerade auch die Durchsage Ihrer Kollegen. Da haben wir ganz kurz noch mal rein. Diese ist auch weitestgehend schon gelockert worden. Das, wo jeder beitragen kann, ist ein Mindestabstand. Ist ein Mindestabstand von 1,50 Meter. Es kann jeder in die Parks gehen, es kann jeder überall hingehen. Halten Sie die Mindestabstände von 1,50 Meter ein. Frau Dirschke, was rechnen Sie denn, wie lange wird dieser Einsatz noch dauern? Das vermag ich nicht zu sagen. Das hängt natürlich auch von der Kooperationsbereitschaft der Menschen, die sich hier versammelt haben, ab. Die Polizei wird konsequent die Maßnahmen durchführen, die jetzt über die Lautsprecherdurchsagen mitgeteilt werden. Jeder Einzelne, der hier ist, hat die Möglichkeit, den Platz zu verlassen und das Einsatzende zu beschleunigen. Der Alexanderplatz ist ja nicht der einzige Ort in Berlin, wo es heute eben zu Demonstrationen, zu spontanen Zusammenkünften gekommen ist. Wie ist denn die Lage in Berlin generell? Bitte, ich konnte Sie jetzt akustisch nicht aufnehmen. Ich wollte von Ihnen hören, wie die Lage in Berlin generell ist, denn der Alexanderplatz ist ja offenbar nicht der einzige Platz, an dem es heute zu spontanen Demonstrationen kam. Vor dem Reichstag war es ja ähnlich. Vor dem Reichstag hatten wir am heutigen Tag eine genehmigte und zuvor angemeldete Kundgebung, die auch durchgeführt wurde. Hier gab es 50 Teilnehmende, die dort skandiert und gejubelt haben. Die Versammlung oder die Kundgebung wurde jetzt erst beendet. Allerdings war es auch hier so, dass eine Vielzahl Interessierter und deutlich mehr als 50 Teilnehmender sich auf der Grünfläche vor dem Reichstagsgebäude zusammengefunden hat, sodass es auch hier zu freiheitsbeschränkenden Maßnahmen gekommen ist. Sagt Anja Dirschke von der Polizei Berlin. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.